Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Leider haben wir im letzten Spiel verloren, weil wir eine blöde rote Karte bekommen haben in einer Situation, wo es nicht notwendig gewesen wäre. Ich muss mir vielleicht einfach meine Grätschen wieder ein bisschen abgewöhnen, weil, ja, ich habe auf jeden Fall, ich meine, okay, es ist jetzt auch noch nicht wirklich oft passiert, dass ich eine Grätsche aus dem Spiel rausgemacht habe, also keine Frustgrätsche und dann dafür eine rote Karte bekommen und ein Spiel verliere. Aber im letzten Spiel war es leider so. Und vielleicht war die Grätsche nicht ganz sinnvoll. Ja, auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich gelaufen. Dadurch wieder mein Spiel verloren. Aber ich bin trotzdem zufrieden, wie ich gespielt habe. Die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht. Weil wir eigentlich der bessere Spieler waren und der Gegner trotzdem glücklich gewonnen hat. Obwohl wir die rote Karte hatten. Und das würde ich auch ganz gern so weiterspielen. Gutes Team. Schwacher Torhüter. Wieder mal die ganze Kohle vorn reingesteckt, wie es aussieht. Und hinten dann eher preiswert geblieben. Hoffen wir mal, dass wir das zu unserem Vorteil ausnutzen können. Gegen seine Verteidigung ein bisschen auftrumpfen. Come on, Baby. Und vor allem, Raphael, komm. Ich achte doch nur fast gar nicht auf dich, damit du einfach dich entfalten kannst und nicht unter Druck stehst. Und trotzdem, ich raff das einfach. Raphael, ich raff das einfach nicht. Du musst doch besser als Arangis sein. Dann drehen wir uns aber wieder. Wir können auch Spiele ohne Raphael gewinnen. Das war von mir leider schlecht gespielt, weil ich den Verteidiger von Lukaku abgezogen habe. Blöd, dass er dann halt einfach den Abschluss hat, dass er ihn das einfach reinschießt. Aber okay, es steht nur 1-0. Und wie gesagt, es war eindeutig mein Fehler. Fuck, ein Tick weiter links und das Ding wäre drin gewesen. Oh, nice luck. Zum Glück diesmal schwacher Abschluss von Lukaku. Das haben wir gut gemacht mit Origi. Der hätte gesessen, schöner Schuss. Lange keinen Tor mehr nach einer Ecke gemacht. Toll. Das war aber noch schlechter als meine Schusstäuschung. Kein Elfmeter, was? Ah, schöne Druckphase von uns. Jetzt müssen wir nochmal das Tor machen. Ja! Da ist er. Da ist er. Belly ist halt auch nicht so ein 2-Tonnen-Mann. Den reißt man auch leicht mal um. Jetzt müssen wir aber das Tor machen. Come on. Hat er sich schlecht rasiert hier, der Cahill, oder was? Da merkt er dich aus. Ich wollte eigentlich nach links schießen, habe aber nicht straff genug aufgezogen und er hat nicht rechtzeitig genug anscheinend
nach links gedrückt und deswegen hat er einfach in die Mitte geschossen. Egal, drin ist drin. Und wir waren auch, denke ich, verdient hier. Also das wird den Ausgleich machen. Wir hatten jetzt eine gute Druckphase und jetzt drehen wir das Spiel. So, mal eine gute Grätsche. Na also, erstens schön rausgespielt und zweitens macht Raphael das Tor. Er hat ja auch ein gutes Stellungsspiel, von daher, und natürlich einen guten Abschluss. Innerhalb von ein paar Minuten das Spiel gedreht, nice. Ich glaube Vorlage Gnabry und Raphael hat es auch selber eingeleitet, also quasi Doppelpass mit Gnabry. Schwacher Linker, vier Sterne drauf. Glück mit Alaba. Weiß ich nicht, warum wir nicht Origi bekommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Glück gehabt. Ich will nochmal auf rechts legen, das ist der Steiger bei Gnabry. War auch ein bisschen überfordert, wie es aussieht. Oh, er geht trotzdem rein! Begovic hatte ihn doch! Und jetzt bricht er ab und rennt weg. Genau wie Gnabry. Krass, Begovic hatte ihn doch. Aber das ist es halt. Ich sag doch, Begovic ist nicht gut. Versteht es nicht. Wahrscheinlich ist er der Beste von den Preiswerten, aber trotzdem. Wenn ich mir vorher von irgendwelche 100.000 Dinger reinstelle, dann, ja, weiß ich nicht, dann braucht er hinten auch was Gutes. Gnabry, Raphael, Alaba, Vorlagen, Gnabry und Goretzka. Krass, krass, krass. Dass da trotzdem reinging. Schade, dass wir es nicht noch was sehen konnten. Aber okay, Gegner bricht ab, dann will ich mich nicht beschweren. Und weiter geht's. Das war doch schon mal nicht schlecht. Hoffen wir, dass es so gut weitergeht. Gerne mit einem Abbruch, dass wir wieder drei Spiele hinbekommen oder so in der Aufnahme. Wäre cool. So, sehr starker Sturm, generell sehr starkes Team und leider auch Courtois am Tor, nicht nur Begovic. Info vom Hazard. Ich will nicht wissen, was der kostet. Auf jeden Fall über 1 Million, würde ich behaupten. Dann noch Aguero, der auch mehrere, wahrscheinlich 500.000 mindestens kostet. Vielleicht sogar noch mehr. Konzentrieren wir uns. Icardi, was macht denn Icardi hier? Auf außen, das macht ja gar keinen Sinn. Oh, zum Glück ist Sirigu da. Schade.
Perisic war's. Komm, wir brauchen mal wieder ein Tor nach der Ecke. Da wäre zumindest rein, aber. Hat leider nicht gereicht. Irgendwann reicht's auch mal. Irgendwann müssen wir mal den Ball wiederbekommen, wenn wir da immer wieder drin sind. Im Passweg. Was macht den Sergej auf außen? Hat er einen Platz getauscht mit Perisic oder was? Das ist mir eigentlich nicht so recht. Oh, ich habe das direkt auf Passen gedrückt. Scheiße, hätte ich vielleicht die Schusstolle nehmen müssen. Ich dachte, ich schaff's mit dem normalen Dribbling. Sehr gut von Rodriguez. Oh, böses Foul. Ganz böses Foul. Da wäre er nämlich durch gewesen, also das ist eigentlich gelb. Ich hoffe, er bekommt noch eine gelbe Karte. Da wäre Icardi durch gewesen und es hätte wahrscheinlich ein Tor gegeben. Scheiße, hätte direkt passen müssen. Jetzt wird's eklig. Spielt es zum Glück schlecht aus. Na also, wir spielen's gut aus, Mäusel. Wir spielen's gut aus. Woo! Sehr geil. Schönes Tor von Brozovic. Und Vorlage müsste Philipp Andersson gewesen sein. Wird eigentlich auch Philippe ausgesprochen, nicht Philippe, aber egal. Ich sag gern Philippe. So, gegen das Team in Führung zu gehen, ist schon mal sehr gut. Hier mal ein schöner Passfehler, aber leider haben wir dann keine Ballkontrolle gehabt und wieder ein Fehler. Und jetzt ist er aggressiver, jetzt ist er auf jeden Fall aggressiver, es könnte uns entgegenkommen. Oh, Scheiße. Viel zu kurz. Glück gehabt, dass dann das Kopfballduell gewonnen wird. Der Pass war schlecht von Brozovic. Aber er hat ja schon ein Tor gemacht, egal. Nice Luck. Jetzt verkackt das auf jeden Fall komplett im Angriff, das ist schon mal gut. Ach du Scheiße. Ich habe mich nicht getraut, mich noch besser auszurichten, weil der Gegner schon wieder da war. Interessant, jetzt verkackt er sogar das. Nice. Ach, und er lag sich trotzdem im. Ach ne, er lag sich nicht im Ballbesitz. Nice.
Macht er leider gut. Das nicht. Oh, schöner Schuss von Perisic. Schade. Und, oh, Icardi und Courtois hält ihn auch noch fest. Krass. Das hat er richtig schlecht gemacht eigentlich. Und ich habe direkt auf Passen gedrückt. Und die Aguero hat sich verletzt. Das tut mir natürlich leid. Aguero immer noch nicht fit, wie es aussieht. Nur noch am Rumlamentieren. Okay, 1-0, aber das reicht natürlich nicht. Wobei ich sagen muss, der Gegner spielt nicht so gut und wir sind bisher auf jeden Fall der Bessere. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das eine Foul war halt echt krass an Icardi. Ich weiß nicht, ob es danach eine gelbe Karte gab, aber das war echt krass, weil... Och, toll gemacht von De Vries. Richtig toll gemacht. Was wollte ich sagen? Hab's wieder vergessen, ist auch egal. Ja, also er spielt richtig schlecht nach vorne. Nach hinten ist er nicht so schlecht, aber nach vorne ist er echt schlecht. Bisher, und ich hoffe, es ändert sich nicht. Scheiße. Fuck! Wieder ein Fehlpass. Aber ich will jetzt auch nicht mehr so viele Fehlpässe machen. Ich will wenigstens zum Abschluss kommen, wenn es ein Distanzschuss ist. Scheiße. Oh Gott, und ich bin so blöd und spiele direkt den Pass. Alter, wie dumm von mir. Wie beschissen dumm, ey. Ich darf mich mal nicht von der Schlechtigkeit des Gegners einstecken lassen, weil ich mache jetzt genauso viele Abspielfehler nach vorn wie er und es ist halt einfach komplett bescheuert, ja. Ich muss weiter so ruhig spielen wie bisher. Schieß! Oh, nicht so... Unglaublich. Aber Hauptsache ein Team für mehrere Millionen. Toller Pass von, ich weiß nicht, wer es war. Tunnelt. Sehr schön. Irgendwann musste ja der Fehlpass kommen. Wir brauchen mal das zweite Tor. Ich denke, ein zweites Tor ist absolut wahrscheinlich dann der Sieg, aber brauchen es halt erstmal. Scheiße.
Jetzt wird er wahrscheinlich wechseln wollen. Will ich wechseln? Nee, irgendwie will ich gerade nicht wechseln. Einundachtzigste, jetzt werde ich auf Zeit gehen. Sei der macht mir super einfach, dann vielleicht nicht. Fuck. Blöder Ballverlust. Zum Glück abseits. Der ist ja komplett frei. Nehmen wir den. Schlecht gespielt von mir. Oh, fuck. Walker hat noch gut Ausdauer. War so klar, dass er jetzt einfach versucht, mit Aguero durchzuziehen. Ach, hätte ich eher abbrechen müssen. Also gerade mache ich auch kein gutes Zeitspiel. Fällt mir gar nicht, was ich hier mache. Och, nicht von Sané so billig überrennen lassen, wenn du komplett in Position bist. So, ich meine, es ist auch absolut verdient und ich glaube, wir haben sie bestanden. Es sei denn halt er. Na egal, komm. Pfeif ab. Sehr gut, verdient, wenn auch ziemlich eklig am Ende. Und wir haben echt noch nicht so lange gespielt. Wir können echt noch ein drittes Spiel machen, oder? Probe 1, Vorlagen 1. Teile auf, er hat zweimal geschossen, einmal aufs Ziel, auch nicht schlecht. So, wir brauchen noch 3 Siege für Gold 1, für Gold 3. Das wäre schon mal nicht schlecht. Damit wir auch diese Woche wieder zu einem glimpflichen Ende kommen, Freunde. Come on. Wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Gar nicht drauf geachtet. 10? Kann das sein? Oh oh, und die Teams werden gefühlt immer besser. De Gea am Tor, wieder den 90er Costa, dann Bale, Martial, Pogba, 90er Innenverteidiger. Also das ist auch wieder ein mehrere Millionen Team. Aber gegen das letzte mehrere Millionen Team haben wir ja gewonnen. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal auch wieder. Das haben wir zumindest schon mal gut verteidigt. Aber abseits. Tick zu spät, der Pass. Schade.
Das war auch blöd. Gemacht mit Tsugi. War ein normaler Pass und er verkackt ihn so krass, Goretzka. Schade. Gemacht mit Alaba. Jetzt konzentrieren wir uns mal. Abgefälscht, aber nicht drin. Nächste Ecke. Oh oh. Perfekt abgefälscht, nice. Stellungsfehler. Ach, Goretzka, war auch kein Foul. Schwacher Pass, der aber auch. Tunnelt. Oh, das hat er leider gut gespielt. Es war auch ein bisschen glücklich, dass er da die Pässe durchbringt, aber es war halt gut gespielt. Glück und gut halt. Glückliches Gut. Gutes Glück. Egal, steht 1-0, come on. Wir hatten auch unsere Chancen. War ein Foul, meiner Meinung nach. Stellungsfehler von meiner Seite aus. Fuck, jetzt breche ich komplett ein. Da habe ich leider einen Stellungsfehler drin, deswegen kann er das auf Martial passen. Und ich denke, das war's jetzt auch. Vor allem, wenn wir Raphael anschießen, der am Abseits steht. Och, das hätte so locker der Anschlusstreffer sein können. Okay, jetzt macht er noch ein Peso-Tor, alles klar. Krass, oder? Wie total ausgeglichen, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für mich, nach dem 1-0 einfach komplett weg ist. Jetzt gehe ich mal ins 4-1-2-1-2, vielleicht klappt es da besser. Ich meine, rein theoretisch, irgendwann müssen wir ja mal ein 3-0 schaffen zu drehen. Ich glaube zwar nicht gegen den Spieler, aber man kann es ja probieren. Krass, das hätte halt, also ich hätte schon locker zwei Tore machen können. Nicht müssen, aber können.
Schön gemacht mit Kimmich. Wenigstens mal den Anschlusstreffer machen würden. Und wir hatten, wie gesagt, zwei große Chancen dafür. Oh, ey, das war doch nur auch schon wieder Ball gespielt. Was ist denn hier los? Och nein, ich wollte keine Schusstäuschung machen. Anschlusstreffer, und das auch in der ersten Hälfte, das ist wichtig. Und Kimmich. Jetzt haben wir noch Chancen. Zwei Tore, come on. Scheint wirklich besser zu funktionieren, die Formation. Wenn ich mir überlege, wir hätten halt schon zwei Tore haben können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist aber auch ein ultra schweres Tor gewesen aus der Drehung. Oh, na klar, faul. So, ich hoffe mal, es kommt nicht direkt der zweite direkte Freistoßtreffer. Ach, er macht wieder irgend sowas. Ich lauf mal rum und pass irgendwo hin und es klappt auch noch. Es ist halt so schwer zu verteidigen, wenn die das gut spielen. Fuck. Es geht halt auch einfach so schnell. Ich würde jetzt eigentlich gerne abbrechen, aber ich mach's nicht, weil dann ja die Fitness weg ist. Ach, ich glaube, wenn man auf den Desktop geht und so abbricht, dann ist es egal. Ach, drei Tore. Ich traue mir drei Tore noch zu, come on. Wenn er noch ein Tor schießt, dann breche ich wahrscheinlich ab, dann kann ich wenigstens Zeit sparen. Das ist ein Foul, wird natürlich nicht als Foul gewertet, damit der Gegner Abschluss bekommt. Wir haben unsere Chancen, aber naja. So nämlich, wie muss dann halt einfach alles reingehen, damit man irgendwas reißt. Was soll's, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.